Ja, nee, nicht jetzt erst. Let's go. Aloha zusammen und herzlich willkommen zur letzten Partie oder Match des Abends. Und zwar der gute Zoga gegen Ferdinand oder Ferdi. Ja, wer ist eigentlich Spieler 1 von euch beiden? Ich habe vergessen, die Spieler einzutragen, weil ich blöd weiß bin. Ich selber nicht. Ferdi, Spieler 1, alles klar. Ja, ne, alles geklärt. Ne, ich habe hier noch die falschen Sachen alles drin, weil ich dumm und faul bin. Währenddessen können sich die Spieler ja mal vorstellen oder so, oder Pax sie vorstellen. Ja, wie war euer bisheriger Turnierverlauf? Erzählt mir Leute oder so. Doch so gut. Ein einziges Mal gewonnen. Ja, das geht sogar ähnlich. Habt ihr etwas gemeinsam, ihr beide. Das ist doch ganz schön. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch mal direkt mit dem Draft einfach starten. Ferdi ist der Spieler 1, dementsprechend hast du die erste Map-Wahl. Was darf es sein, mein Bester? Was gibt's denn für schöne Maps? Wo sehe ich denn die? Wo siehst du die? Im Map-Pool, unter Additional Information auf der Docs-Seite kannst du das da einsehen. Mach ich. Du kannst einfach Tournament General gegen kurz hochscrollen, das ist auch die von Snets gepostet. Okay. Ja. Ansonsten, ich kann es auch nochmal vorlesen. Karas Iana, Flussbridge, Unicrossing, Liflat, Muminalda, Knife Lorenz, Desert of Flussladen und die Mifaifel-Quelle. Ja, gibt also ein, zwei zur Auswahl. Ja, wie gesagt, der Map-Pool wurde aufgeteilt, damit man so ein bisschen mehr Varietät reinbringen kann. So, weil ansonsten immer die Leute sagen, Fortune Season! Und das wollte man ein bisschen umgehen, ne? Der Map-Pool mit 24 Maps auch gigantisch groß, ne? An sich finde ich es cool, dass so viele Maps mal gespielt werden können. Man sieht, dann könnte man potenziell sehr viele sehen, aber man hat gemerkt, die meisten Spieler gehen dann immer auf diese Default-Maps, die sie so kennen, und wenig auf so, hey, lass mal was Neues nehmen oder so, ne? Da muss man halt Anreize schaffen. Und Ferdi, hast du dich schon entschieden oder die Liste gefunden? Ja. Ich nehme, glaube ich, Liflat. Liflat, eine wunderschöne Wahl. Ach Gott. Ja, da hat sogar schlechte Erinnerungen an Schutz der Brünen. Ja, jetzt sag ihr das doch nicht. Immer einen Tipp und dann auf geht's. Aber vielleicht wird es ja immer besser laufen. Ja, dann darfst du jetzt einmal deine Position wählen, oben oder unten, oder links, rechts, wie auch immer. Unten. Und links, wunderbar. Dann kannst du jetzt zwei Völker bannen, kannst du entweder sagen oder schreiben. Pax notiert sich das auch noch nebenbei dann. Natürlich. Okay, ich banne Nebelberge und Lothlorien. Okay, Nebel und Lolo sind da mal weg für dich, Zoga. Was möchtest du wegbannen? Harad und Menschen des Westens. Menschen des Ostens. Gut, dann, Ferdi, weißt du schon dein Pick? Dann nehme ich Angelmann. Das Klärchen, dann kann ich das eintragen. Und Zoga, was darf es für dich sein? Ach, Angelmann ist ja schon eingetragen, geil. Isengard. Isengard, achso, ist auch eingetragen bei mir. Ich wusste einfach, was hier kommt. Wie ist das mit den Farben? Ihr könnt euch jetzt noch einen aussuchen. Aber bitte nicht beide blau, da spiele ich nicht mit. Ich nehme Pink, dann Ding Lila einfach. Lila, okay. Und Ferdi bleibt blau. Blau, ist das fein? Ja. Wunderbar, dann trage ich mal eben, dann ändere ich das mal eben für Zoga noch. Einmal die Farbe in Lila. Wunderbar. Dann kann die Runde wohl beginnen. Möchtet ihr zusammen in einem Raum sein oder getrennt sein? Wie ist das euer Wunsch? Getrennt. Gut, dann trennen wir euch und auf eine gute Partie, Boys. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Gutes Spiel. So, dann sind wir jetzt wieder alleine, Pax. So sieht's aus. Jetzt können wir wieder kuscheln. Isengard mit von Zoga auf der Map haben wir schon mal gesehen im Upper Bracket. Und da sah das im Early bis Mid Game echt gut aus von Zoga. Und dann kam der Schutz der Brünen und das ganze Game hat sich gekippt, ne? Ich weiß nicht, ob du das Game gesehen hast, oder? Das habe ich gesehen und an der Stelle tat mir auch Zoga schon ein bisschen leid. Ja. Er hatte nicht nur einmal den Großteil seiner Armee an der Schutz der Brünen verloren, sondern sogar zweimal. Ja.
Und dann war es das Game komplett durch. Genau, aber das kann ja in diesem Matchup nicht passieren. Puh, ne, hier kann ihnen vielleicht nur andere tolle Sachen passieren. Weiß ich nicht, ein Hexenkönig AOE irgendwo reinknallen. Ein Rogash, ne, kennt man ja, sagen wir, Kombination aus gefrorenem Land, Todesbrise, Rogash und noch die Giftwolke. Kann natürlich auch sehr verheerend sein. Absolut. Angmar hat schon eine gute Synergie im Spellbook. Mhm. Oh, einmal Orks, einmal Speere. Ja, und er rennt direkt los zum Troll. Klassiker. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, was Zoga rennt auch relativ weit nach oben hin. Zum Troll anscheinend, maybe? Oder er will die. Ah, nee, Moment, hier ist ja gar keine freie Siedlung direkt hier oben. Also hier. Etwas weiter unten unterm Troll. Ja, aber. Ich hab die Karte gerade mit. Wie ist die andere? Wie heißt die eine große Map nochmal? Unakoppa fährt er an. Genau, Unakoppa. Gerade im Kopf gehabt. Mhm. Aber er geht direkt zum Troll. Kann man auch probieren mit den Speeren. Also, wir können das auch schaffen. Aber ich weiß nicht, ob er da ein bisschen zu viel Manneskraft verliert, um die Map sonst zu bespielen, weil er keine Uru-Grube gebaut hat, auch keine sonstigen Sachen. Also, keine Duländer, keine Waage, kein gar nichts. Doppelter Eco statt in der Base, also ein bisschen langsam, ja, dementsprechend bei ihm, aber er kriegt den Troll. Er bekommt den Troll. Vielleicht war auch seine Intention, gucken, ob der Angmar-Spieler am Troll ist, den ein bisschen zu nerven, vielleicht das Gold abzustauben. Ja. Da man ja vielleicht erwartet, dass Angmar beim Troll ist, was ja auch der Fall war. Aber ja, auf der anderen Seite der Karte, ja, in dem Fall. Das ist natürlich ein bisschen 50-50 immer. Allerdings hätte er es vielleicht auch mit dem Palantir scouten können. Also in Form von, wo rennt das Piken-Bataillon hin? Also er hat auch das Palantir benutzt, aber anscheinend nicht ganz gesehen gehabt, wo die Speere hinlaufen. Was ein bisschen schade da ist. Aber ja, ansonsten, jetzt das erste Bataillon Speerstufe 2. Und jetzt kann er ein bisschen anfangen, die Map hoffentlich zu bearbeiten. Währenddessen Ferdi mit Drauglin guckt drüber, was passiert hier. Und es passiert ein Kriegsmaschinerie-Wash. Ja, Kriegsmaschinerie Stufe 2. Man entscheidet sich, ohne Waage, ohne Dunländer anscheinend zu spielen. Ja, oder auch ohne die Speer, ne, die auch eigentlich sehr beliebt sind. Also da geht es direkt auf Uruk zu und bin gespannt, ob das funktionieren wird, weil das natürlich sehr, sehr schnell jetzt ist auch ist. Und er muss jetzt versuchen, mit seinen zwei Speerbataillonen noch etwas auf der Web, sag ich mal, zu bekommen an Creeps, an sonstigen Sachen oder den Gegner ein bisschen daran hindern. Weil Ferdi natürlich etwas schneller auf der Map unterwegs war, ne? Also von seiner Map hat seine Truppen splitten, ne? Genau, hat seine Truppen gesplittet, hat schon viele freie Siedlungen eingenommen, ist auch nach oben unterwegs, nach unten unterwegs, schön aufgeteilt hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wurde eigentlich der Seuchenherd hingelegt von Ferdi? Also der nicht Seuchenherd, sondern verseuchte Ernte. Hast du das gesehen gehabt, wo die ist? Noch nicht. Weil er hat ja eingesetzt gehabt, oder ist die. Ist sie standardmäßig. Ah, nee, ach, da. Ah, hier auf das Holzfällerlager. Gibt es nur noch eine Ressource jetzt? Nee, drei. Sind es drei? Oh mein Gott. Das ist natürlich sehr bitter. Ja, das bringt dann nicht mehr so viel. Ja. Das tut schon weh im Early Game. In der Mitte wird ein großes Heer, sag ich mal, aufgeblasen. Mit den Hörnern der Aufseher. Da müssen sich die Speer tatsächlich in Acht nehmen. Land ist noch nicht ab bei Isengard. Und Zoga täte gut daran, diesen Fight hier nicht einzugehen. Ah, er verlor. Ja, die Speer. Die rennen in ihren Tod. Ja, die zwei Bataillone Axtwerfer tun schon weh. Ne, vielleicht umdrehen. Bekommt er sie noch raus. Vor allem, er kann sie ja auf Level 2 aufleveln. Was keine dumme Idee ist, ne, mit den Jagdführern. Das wäre eine Investition, die sich eigentlich normalerweise lohnt. Wenn man sich das machen kann. Die Speer will man schon gelevelt haben. Die werden immer besser mit den Leveln und mit Ukrok und Lurz natürlich noch ein bisschen. Ja. Aber man merkt natürlich, Ferdi jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, sehr aktiv auf der Map, nimmt sich jetzt hier auch die Creeps auf der rechten Seite bei Zoga, auch die Siedlungen. Und Zoga muss jetzt versuchen, jedenfalls in der Mitte hier klarzukommen, weil oben sind sein Sägewerk auch weg. Ja, der CP-Unterschied noch drastisch, knapp 300 für Zoga, 600 eher für Ferdi. Ja, und das merkt man natürlich auf der Map hier gerade, dass die hier mal rumlaufen sind. Mal gucken, ob Ferdi jetzt hier oben in die Base von Zoga reinläuft. Das könnte er natürlich machen und hier ein, zwei Ressourcengebäude vielleicht versuchen zu bekommen.
Oder er rennt einfach durch und versucht, weitere Siedlungen einzunehmen. Hm. Uruks wären prinzipiell da, aber die laufen straight nach vorne. Das hat Zoga noch nicht ganz mitbekommen, dass da hinten bei ihm Einheiten drin in der Base sind. Die jetzt auch den Minenschacht angreifen. Ja. Aber da dreht er um, hat er gesehen. Ah, den Minenschacht bekommen sie trotzdem auf jeden Fall, was natürlich ein Schaden von 400 Ressourcen ist. Was schon ein bisschen bitter dann ist, aber... Ja. Ja, nichts, wo sich Isengard nicht erholen könnte. Isengard hatte gute Möglichkeiten, Eco zu generieren durch das Spellbook. Jo, Spellbook-mäßig, was du gerade gesagt hast, Punkt des Land einmal, hat Zoga sich geholt. Ferdi hat noch 3 Spellpunkte gerade frei, also er hat noch die Qual der Wahl. So, ansonsten, wer ist denn alles im Chat unterwegs? Cedric, Kalialo, Big Memoir, Entschuldigung, ist auch da. Und er kriegt sogar 2 Minenschächte. Das tut schon weh, weil jetzt die Verbilligung noch auf 10% ist. Er hat nur die 2 Innenminen in der Base. Also dementsprechend haben wir eine gute Arbeit geleistet, die Aufseher hier. Als Truppenmeister. Definitiv, die da hochzuschicken, hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Er konnte Truppen vom Schlachtfeld fernhalten, hat 2 Gebäude bekommen. Stark gespielt. Hat er wirklich, wirklich das Risiko auch mal genutzt. Ja, ansonsten die Base von Ferdi noch relativ leer. Also noch nicht viel gebaut, aber dafür außen halt die gesamte Map eigentlich in seinem Besitz quasi. Da wird es schwierig sein für Zoga jetzt hier gut zurückzubekommen. Also da merkt man gerade, dass dieser greedy Start, ich sag's mal so, in dem, wo er keine Einheiten gebaut hat und auch nur den Troll gecreept hat effektiv, wirklich sehr wehtat. Also für Zoga. Das hat ihn control-mäßig auf der Map und natürlich einheitenmäßig schon zurückgeworfen. Mhm. Mal sehen, ob das mit dem Urukai jetzt ausgeglichen wird unter Doppelkaserne. Die Urukai sind ja schon stärker als die Zuchtmeister. Die können sich im direkten Fight schon messen. Ja. Wie gesagt, muss man aufpassen. Er hat halt keine Verbindung für die Uruks. Keine. Hat er überhaupt noch Ressourcengebäude außen? Okay. Also das eine Sägewerk hier, was nur 2 Ressourcen produziert, so. Das werde ich mal nicht als Ressourcengebäude werten. Weil ich glaube, ansonsten hat Zoga tatsächlich gerade nichts effektiv auf der Map. Und jetzt baut er hier immer wieder einen Minenschacht. Er ist auch CP-blockt, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt besser macht. Er holt sich eine Vorratskammer. Da weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finden soll, ob er sich direkt jetzt schon CP-Upgrades holt oder nicht lieber erstmal Wirtschaft holt. Versucht mit den 500 CP dann lieber was zu machen auf der Karte. Maybe ein bisschen splitten selber. Weil jetzt verliert er schon wieder ein Ressourcengebäude in der Base. Also das macht Ferdi wirklich super gut. Ja, er nutzt einzelne Bataillone, übt Druck auf der Karte aus, übt Druck in seiner Base aus. Und das ist ein weiteres Ressourcengebäude. Das tut mit der Zeit jetzt schon weh, wie viel oft man das wieder aufbauen muss. Ja. Klasse gespielt von Ferdi. Zoga hier mit seiner ganzen Armee ein Gebäude am Harrison. Das will man natürlich eigentlich nicht sehen. Was auch ein bisschen in der Hinsicht etwas über des Guten ist, sag ich mal, mit 5 Bataillonen hier ein Gehöft einreißen zu wollen. Naja, wie gesagt, wir sehen noch Grabenholde. Ich weiß nicht genau, wo die Grabenholdkluft steht, aber da kommen auch noch mehrere. Wo sind die? Sind sie in der Base? Nee. Kommen die denn her? Ach, ganz da hinten links. Und es wird auch Karsch gebaut. Und das könnte interessant werden bei den Uruks. Je nachdem, wie viele Armbrustschützen da sind, kann ich mir vorstellen, dass die Grabenholde sehr, sehr gute Arbeit leisten können hier. Wenn die nicht gefokust werden von den Armbrustschützen, dann können die im Nahkampf schon wirklich lange bestehen. Mit Karsch an der Seite, der nochmal zusätzliche Buffs abgibt mit der Gruft. Mhm. Ja. Oh, und jetzt die Axtwerfer fokussieren schön die Armbrustschützen. Natürlich ein Damage davon, wenn sie die Äxte ins Gesicht bekommen. Jetzt das Land. Ich denke, da zieht sich Ferdi wieder zurück. Ja, da zieht er sich zurück. Weiß er Bescheid, will er nicht fighten. Sammelt sich neu. Hat auch doch einige Truppen verloren. Sind quasi nur noch Axtwerfer und Grab und Holde in dem einen Klump. Ah, 3 Speere stehen noch da. Okay. Immerhin. Aber soweit, sehr dominant gespielt von Ferdi. Ja, also die Map gehört ihm, die Base von Zoga, sehr minimalistisch. Ja, die Base von Zoga gehört ihm gefühlt auch so ein bisschen. Also so oft, wie der da dann rumgespielt hat, gefühlt.
Player drücken. Ja, ich meine, es war ein bisschen zu erwarten. Ferdi ist ein sehr, sehr guter Spieler. Tut mir auch sogar so ein bisschen leid, dass er im Lower Bracket, in der Runde 1 des Lower Brackets gegen so eine Übermacht ein bisschen ran muss. Aber ja, Ferdi gegen Godfrey rausgeflogen. Ja, irgendwie haben sich die besten Spieler direkt alle gegenseitig rausgekickt. Ja, Snens nach unten, Ferdi nach unten. Ich glaube, Godfrey ist ja jetzt auch nach unten gefallen, ne? Oder hat er nicht gegen Kairo gespielt oder so, ne? Glaube ich. Oder wurden die schon gespielt? Bin ich nicht ganz sicher. Ja. Bin ich nicht ganz sicher. Oder spielen die noch? Kann auch sein, dass die noch spielen. Ich habe ja auch schon abgesprochen, dass Kairo das gewinnt. Kann auch sein. Cool, mal gleich nach. ja, aber wie gesagt, hier die Schlacht sieht prinzipiell ganz gut für Ferdi immer noch aus. Also, definitiv, er kann ja schon einiges machen. Zoger wird von seinem eigenen Land quasi vertrieben. Ja, ich weiß auch nicht, warum Zoger das überhaupt fightet. Der könnte eigentlich in Schutz seines Turms vielleicht ein bisschen fighten und sowas. Also, da zurückfallen lassen, wenn man sowieso einen Turm da hat. Klar, auf dem Land fighten will man natürlich auch, das ist cool, aber Türme, gerade, ich weiß nicht, wie gut Türme gegen Grabenholde sind, aber ich könnte mir sie auch relativ effektiv da vorstellen. Und so ist das definitiv. Ja, Teilschaden gegen Grabenholde, immer gut. Da wurde auch der Obelisk gesetzt mit dem Einfluss. Was ja, quasi die Grabenhold-Kräfte mit dem Gangsystem verbindet. Das heißt, er kann die Grabenhold auch sehr schnell jetzt in Zora Space setzen, wenn er möchte. Moment, der macht jetzt go. Ja, das sieht schon ein bisschen. Ah, das ist schon. Puh. Das tut schon ein bisschen weh, mal zu gucken. Das ist. Ja, muss man ganz klar sagen, sehr, sehr dominant von Ferdi einfach. Also beeindruckend. Sehr beeindruckend gespielt. Ja, ich denke, Ferdi kennt auch sehr gut die Map, wusste genau, wo die Trolle sind und war zielstrebig bei den freien Siedlungen. Ja. Und da kommt auch das GG von Zora. Na. Schade. Ja, da hat man gemerkt, wenn man zu greedy mit Isengard ist, dann kann das auch gepunished werden. Ist bei mir auch mit gegen Snens passiert tatsächlich. Da wollte ich auch unbedingt direkt auf Kriegsmaschinerie gehen und das war auch zu viel des Guten. Dann habe ich auch immer die Map verloren gehabt und dann kommt man nur mit Uruks da gar nicht mehr so gut wieder rein. Unbedingt. Ja, man ist automatisch ein Stück weiter hinten auf der Map bei der Control, beim Creeping. Und das jetzt kann sich rächen, wenn man hier gesehen hat. Ja, jetzt mal eben, warte mal. Stimmt, Kairo spielt noch gegen Godfrey. Ja, okay. Ne? Ich habe schon irgendwie damit abgeschlossen, dass Godfrey ins Loser-Bracket kommt. Es tut mir leid. Ich spiele ja noch Kairo gegen Godfrey. Auch eine sehr interessante Partie. Dann hole ich mir weiter runter. Gerne. So. Ja, Aloha, ihr zwei. GG an die erste Runde. GG. Ja. Zoga. Was ist dein Map-Wunsch? Mominalda. Mominalda, okay. Es sollte Map-Pool sein, meine ich. Ja, haben wir auch heute schon gesehen, einmal. Richtig. Oben, unten, beziehungsweise rechts, links. Und links. Alles klärchen. Was sind deine Bands? Isengard und Lorien. Glaubst du, darfst du noch bannen? Ja, also. Das ist okay. Und Ferdi, wie sieht es bei dir aus? Ich banne Menschen und Zwerge. Auch das ist okay. Dann darf Zora jetzt sein Volk nennen. Juan. Jawohl. Dann nehme ich Zwerge. Jawohl. Alles klärchen. Dann haben wir unser Matchup. Zwerge gegen Juan. Auf Mominalda. Ist natürlich Heimvorteil für die Zwerge. Aber es war von Zora gewillt. Dann hoffen wir mal, dass es trotzdem aufgeht. Auf eine gute zweite Runde, ne? Ja. Viel Glück. Eine Runde, Männer. So. Ich glaube, es ist alles richtig eingetragen. Wunderbar. Und, schon alle fertig. Ist ja klasse. Geht ja hier so schnell ein nach dem anderen, das ist auch wunderbar. So will man es haben. Hier geht es ja Schlag auf Schlag, direkt in die zweite Runde. Ja. Ich glaube, Zora klang ein bisschen gebrochen, der Mann. Klang nicht so motiviert mehr.
mehr so happy, ja. Ja. Hat man ein bisschen rausgehört. Aber er war sehr bestimmt mit dem Rohan-Pick. Vielleicht, je nachdem, wie gut er Rohan spielt, das weißt du besser als ich. Kann er vielleicht nochmal jetzt mal 1-1 ausgleichen? Früher war Rohan so, das war immer so sein. Jetzt rennen die Bauern erstmal auf die Mauer. Das ist natürlich super. Früher hat er sehr, sehr viel Rohan gespielt. Ist immer noch ein Rohan-Enjoyer gewesen. Ist auf jeden Fall einer seiner Main-Factions. Es war nie unbedingt seine stärkste Fraktion prinzipiell, weil er ein bisschen, also bei Rohan, man muss ja sehr viel Makro-Game haben in Form von hier produziere ich Bauern, da produziere ich Bauern. Und es ist auch noch ein relativ micro-intensives Volk, weil du natürlich auch mit Reitern gerne mal spielst oder spielen solltest bei Rohan. Da sind natürlich andere Völker wie Isengard eventuell, die eher so, hey, ich mache ein QA, ne, mit dem Uruk-Klump, da gerne mal ein bisschen einfacher sind in der Hinsicht. Jedenfalls auf dem Level, auf dem, sag ich mal, die Normalsterblichen sich befinden. Ne, jetzt mal sowas wie Kairon so ausgenommen. Ja, geht mir auch so, ne? Klar, wenn ich mit Rohan spiele, auch wenn es gemimt wird, gerne so mit Rohan, ich finde Rohan echt schwierig zu spielen. Muss man auf sehr, sehr viel achten und sowas. Helden, sehr viele Helden, die du steuern musst, die du aktivieren kannst von den Fähigkeiten her, auf die du auch aufpassen musst. Und wie du sagst, einen Infanterie-Klump zu haben und einen Kavallerie-Klump zu haben und beides gut zu managen, ist gar nicht mal so leicht und kann im Midgame dann schon mal untergehen und das kann dir schon ein, zwei Kavallerie-Bataillone kosten. Ja, definitiv. Aber ansonsten, wie gesagt, jetzt haben wir so viel über Rohan geredet, ne? Ferdi hat hier Erebor gewählt. Erkundet jetzt hier auch die Map der guten Zwergenminen hier. Und Zoga ist aber auch aktiv, so ist nicht, ne? Rennt hier mit seinem kleinen Blob rum. Hat noch keinen Spell ausgewählt, tatsächlich. Was interessant ist, also normalerweise, wenn man überlegt, okay, ich gehe sowieso nicht fighten, dann gehen die meisten ja eher immer auf den Einzugsbefehl. Braucht jemand ein paar Hüter? Ansonsten, wenn man eher fighten will, natürlich eher den Angriffsbefehl. Richtig. Aber hier wird hier erstmal ein bisschen langsamer, sag ich mal, gelaufen. Kommen hier die ersten Knechte, werden sich um die Waage wahrscheinlich kümmern. Da wird der Pferde hier schon mittig, sage ich mal, am Gehöft, am Harrison mit den Hütern. Mit ihrer Passiven geht das natürlich sehr, sehr gut. Minus 10% Rüstung für Gebäude. Braucht jemand ein paar Richtig, da glüht auch das Gebäude schon rot, ne? Hat sich kaputt geht. Ferdi auf der anderen Seite auch unterwegs mit dem Creepen, mit Piken. CP-mäßig ist es tatsächlich even gerade. Und wir sehen Schießstand bei Zoga. Also, mal überlegen, was könnte man gut bauen hier aus dem Schießstand? Ich weiß nicht, ob er direkt auf Bogenschützen gehen will. Ja, okay, er queued einfach mal zwei Bats Bogenschützen rein. Das ist natürlich immer, also ne, normalerweise will man jetzt nicht unbedingt zwei Einheiten immer rein queuen. Stattdessen hätte er wahrscheinlich einfach ein Gebäude in der Base bauen können. Ne, statt hier für 600 für die Bogenschützen in die Queue zu geben, weil die 300 hat er jetzt schon wieder dran. Absolut, absolut. Ja, aber Bogenschützen finde ich keine schlechte Wahl. Die können sicheren Schaden beim Kämpfen anrichten, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Die Zwerge sind doch tankige Einheiten, wo die Bauern nicht so lange bestehen. Ja. Und da mit Bogenschützen von hinten reinzuschießen, gar kein Fehler. Wir sehen tatsächlich auch die Reisenden. Hier rechts ist das Reisendenlager. Da sehen wir auch Bogenschützen jetzt von Erebor. Wo beide jetzt relativ anfällig sind momentan, ist natürlich gegen Reiter, / die Streitwegen. Ne? Wäre natürlich auch cool, wenn da jetzt was kommen würde. Und Ferdi mittlerweile hier bis hier unten vorgecreept oder sich hier vorgeharrist, ne? Dass er bei Rohan hier den Creep hier unten macht vor der Haustür. Genau, während Nori in der Rohan-Base hier ein bisschen für Ablenkung sorgt. Der jetzt aber leider es nicht mehr wirklich ganz rausschafft durch die Bogenschützen. Ah, okay, den hätte ich gar nicht gesehen gehabt. Ja, mit Nori, ich sehe noch seine Leiche, wie er da am Verschwinden war. Naja, ansonsten wichtig scouten, zu gucken, kommt vielleicht eine Stallung oder sowas, was muss er erwarten? Jetzt weiß er, okay, kommen anscheinend Bogenschützen. Wir müssen kämpfen! Na? Was nicht? Und wir sehen unten ein Tal. Tal wird gebaut. Wird wahrscheinlich auch erstmal in Ruhe gelassen. Jedenfalls sehe ich gerade Zoga nicht so in der Position, dass er auf einmal so ein Tal-Wash machen würde. Oder machen könnte vor allem.
Die Bogenschützen hier im Nahkampf, ein bisschen ambitioniert. Hier sind auch einige Truppen im Minenschacht, die werden jetzt hier auch rausgeholt. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, meine lieben Bauern, aber das ist jetzt hier Zwergengebiet. Das wird wohl nix. Fürs Erste ist das so. Ja, und auch oben verliert er sein Gehöft auf der linken Seite. Da holen sich die Zwerge das auch. Und was soll ich sagen? Es ist schon wieder eine sehr drückende Dominanz von Ferdi. Ich finde es an sich eine coole Idee, dass er hier Mary hier vorne abstellt. Er könnte ihn ein bisschen weiter an die Base oder in die Base stellen, um zu gucken, hey, kommt ein Streitwagen oder sowas. Das wäre wichtig zu wissen. Na, rechts werden hier schon wieder ein paar Bauern hier abgeschlachtet. Ja, die haben versucht, den Minenschacht einzureißen, aber Zwerge sehr mobil mit ihrem Minenschachtsystem, können überall, wenn sie wollen, verteidigen. Das bekommt Zoga jetzt auch leider hier zu spüren. Mhm. Wir haben viele Straßen hinter uns gelassen. Mittlerweile auch 900 CP an. Fast nur 800 CP an für Ferdi. Natürlich, fast dreifache mittlerweile, ne, was Rohan hier zu bieten hat. Sieht leider sehr, sehr dunkel schon wieder hier aus für Rohan, für Zoga. Aber mal gucken. Also wieder gerade sowas wie Reiter können halt super hart hitten und Zoga hat jetzt auch gesehen, hey, da ist ein Tal. Hups, gehen wir mal weiter. Ne, das wird er hier erstmal nicht einreißen. Und auch... Ja, wir sehen auch die Stallung in der Rohan-Festung. Also vielleicht kommen noch die Reiter, vielleicht können die noch die Map zurückholen, ein bisschen für Chaos sorgen. Ja, weil Piken sind hier nicht wirklich dabei. Ich glaube, ein Piken-Bataillon läuft hier rum auf dem Feld. Und das war's. Also wie gesagt, Reiter könnten hier super hart hitten. Vor allem, wenn sie ein bisschen noch nicht entdeckt werden oder sowas. Es wird sich aber tatsächlich erst das Waffenlager geholt. Anscheinend wird auch vorher ein Bogenschützen gegangen. Was ich in Anbetracht, dass die Reisenden auf dem Feld sind, allerdings für etwas fragwürdig finde. Also wirklich normale Reiter würden finde ich es so gerade einfach. Würde ich auch eher sehen, sie wären erstens schneller zur Verfügung, könnten Impact auf dem Feld haben. So bringt die Stallung noch nicht so viel, wenn sie die Waffenlager erforscht. Oder vielleicht möchte er die Reiterschilde eben gegen den Counter von den Reisenden ein bisschen weniger Pfeilschaden bekommen für seine Reiter. Wir werden sehen. Aber das sind Sachen, die er, also es dauert halt super lange und bis er sie hat. Also da hätte ich mir lieber gewünscht, einfach zwei Bataillone Reiter, die dann hier in einigen Fights vielleicht dann doch ein bisschen was reißen könnten. Was ich vorhin gesagt habe, Mary ist mittlerweile in der Base, finde ich super. Man muss sagen, Ferdis Base ist immer noch sehr, sehr leer tatsächlich. Obwohl er relativ viel Geld hat, könnte er sich das ausbauen und dann hier ein bisschen snowballen an Money. Aber er hat sich dafür entschieden, erstmal eine Schmiede zu bauen. Es gibt immer noch keine Belagerungswerkstatt. Und mal gucken, was er da erforscht. Außen-Eco wäre natürlich ein Ding für ihn. Hat er die Map. So ist es. Theodet, der Korrumpierte, auch inzwischen auf dem Feld. Kann die Bauern nochmal ein bisschen buffen? Ja, aber ich glaube, er sollte vor allem seinen Rückzug hätte er vorher aktivieren sollen. Wollte er denn seinen. Oder hat er noch Rückzug? Den hat er noch. Ja, wollte das sagen. Gut. Aber kommen noch so ein paar Bauern weg. Zwar nicht viele, aber sie sind noch da. Ne? Mittlerweile halt unter 300 CP. Sehr, sehr schwierig, jetzt für Zoga hier nochmal was zu machen. Und ja, mal gucken, was er in der Stallung dann bauen wird. Bin ich auch sehr gespannt, was er jetzt mit dem Waffenlager macht. Ob Reiter kommen, Reiterschilde oder ob er zuerst auf Level 3 geht. Aber irgendwie muss er nachsetzen. Er muss gucken, dass er wieder ein bisschen Kontrolle über das Spiel bekommt. Ja. Wir sehen hier auch einen Gloin tatsächlich. Auch mal ganz cool. Der Belagerungsmeister. Wenn der Stufe 5 kommt, ne, dann haben die ja deutlich mehr Schaden und mehr Rüstung, die Belagerungsmaschinen oder Maschinen an sich. Stimmt, zählen zu Maschinen dann auch Streitwegen eigentlich? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht, nee, hören, oder? Ja, ich denke nicht. Sehr witzig. Sehr witzig.
Ansonsten, oberer Vorposten ist noch ein Tal. Da möchte jemand aber Geld produzieren. Also ich hätte mir einen normalen Vorposten gewünscht, weil er ein bisschen näher ist einfach, aber jetzt wird in der Innenbase ist schon eine Belagungswerkstatt und da werden Rammen gebaut und ich glaube tatsächlich, dass Mary das noch nicht gesehen hat, denn der prügelt hier fleißig auf die Schmiede ein und vielleicht schafft er das Game noch, die Schmiede hinten zu bekommen. Aber das könnte ein bisschen langwierig werden. Und ja, jetzt... Zeit. Ja, Rohirrim und Bogenschützen sind tatsächlich da. Ah. Aber da steht ein Turm vor der Base. Da sind hier drei Bataillone Reisende. Es ist... ich glaube nicht, dass das der Call war, Rohirrim und Bogenschützen zu bauen. Aber es sah auch, es sah auch schon vorher sehr, sehr... sehr, sehr dunkel aus, wie gesagt. Wieder sehr, sehr dominante Leistung vom Ferdi auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Und hier wurden Verräter beschworen, also beziehungsweise verwandelt. Von Theoden den Korrumpierten. Und damit wird es jetzt hier ein bisschen in die Armee reingeprügelt. An sich können Verräter natürlich sehr stark sein. Und normalerweise will man die nicht fighten. Allerdings sind es nur drei Bataillone gewesen. Und damit sollten die Zwerge hier auch eigentlich klarkommen. Wenn man sich hier nochmal die CP der Zwerge guckt, 1-2 mittlerweile. Mhm. Da kommt weitere Verstärkung aus dem Minenschacht. Die Reiterbogenschützen trauen sich aus dem Tor. Oh mein Gott, waren die schnell weg. What? Ah ja, ne, klar, die Vorhut ist natürlich ein sehr guter Move. Und da sieht man tatsächlich, die Vorhut hat hier gerade über 200 CP gekillt, ne? Definitiv, die also, gut platziert. Oh, nehmen wir schön. Ja. Damit kann man natürlich alles machen. Ja, Tor ist offen. Wird hier wohl auch nicht mehr zugemacht von Zoga. Da wird er hier einmal reingelaufen. Hier sieht man noch das Horn, auf was auch von Zoga gemacht wurde. Das neue Rohan-Horn. Hat uns nochmal zeigen dürfen. Da kommt das GG. Ja, es tut mir leid für die Zuschauer oder so. Es waren sehr einseitige Spiele. Allerdings, vielleicht kann man da sich was abgucken von Ferdi, wie dominant man quasi oder wie man diese Völker gut spielen kann. Weil es war schon sehr sauber einfach executed von ihm, fand ich. Ja, er war auf der Map aktiv, hat immer wieder Einheiten nachgebaut, hatte einen Gameplan und kann man wirklich nicht bemeckern hier, was Ferdi gespielt hat.
dann holen wir sie mal runter. Ja, GG, ihr beiden. Okay. Hallo? Hallo? Hallo. Ferdi, du auch da? Ja, hi. Ah, wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ferdi, zum Sieg. Dementsprechend bist du eine Runde weiter. Und Zoga, ja, tut mir leid. Das war's mit der Reise, würde ich sagen. Das war's mit der Reise. Sie war nicht lang, aber irgendwer muss es treffen. Ne? Irgendwer fliegt auch in der ersten Runde raus. Ja. Das ist richtig. Ist es schade natürlich, dass so direkt so ein, so ich nenne dich jetzt mal einfach Monster Ferdi, ne? Einfach so ein Monster entgegengeworfen bekommst. Es sah schon von Ferdi, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich sehr, sehr dominant aus. Also da mein Respekt, Ferdi, dass. Ich fand, du hast so clean drunter gespielt, die zwei Games. Sehr schönes Gameplay. War schön anzusehen von dir. Vielen Dank. Ja, Zoga, wie hast du die Spiele wahrgenommen, außer dass du an der Wand gespielt wurdest? Also, ich dachte erst so, okay, cool, ich habe meinen Isengard Start hinbekommen. Dann dachte ich mir so, okay, cool, wo bleibt er die ganze Zeit? Also, er kam nicht einmal rüber, er kam einmal rein mit seinen Draugnir, das habe ich mitbekommen. Und dann habe ich den Blob da gesehen und habe mir so gedacht, ja, jetzt kommen da noch Grabenorde dazu und dann wurde der Blob immer größer. Und ich habe die Grabenorde nicht tot bekommen, weil meine Armbrüste die ganze Zeit sich bewegen mussten, weil sonst sind halt die Grabenorde in Range und der Nagswerfer machen halt meine Armbrüste tot. Ja, das war dann halt einfach tot. Ja, ich habe mich schon ziemlich verloren gefühlt in dem Moment, muss ich sagen. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, also ob das so gut war, dass du tatsächlich so hart auf den Troll committed bist am Anfang und ansonsten gar keine Truppen gebaut hast oder sonst was. Weil dadurch hast du einfach die gesamte Map aufgegeben komplett. Also ja. Ferdi hat einfach alles genommen, was er nehmen konnte. An Creeps, an freien Siedlungen, an deinen Creeps theoretisch auch alle. Bist du mit beiden Spielern direkt zum Troll, oder wie? Indirekt, ja. Er hat zuerst noch kurz angefangen, glaube ich, den Ork zu machen und du hast eine Siedlung eingenommen und danach bist du zum Troll, ne? Das ist richtig, ja. Ja, ja. Und dementsprechend hat er... Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch einen anderen Creep bekommen hast. Das weiß ich gar nicht, aber das war schon... Und dann ist er direkt auf Kriegsmaschinerie gegangen. Mit dem Trollgeld halt und ja, es ist. Habe ich auch probiert gegen Snens, hat auch nicht geklappt. ich glaube, ein paar Truppen am Anfang bauen ist schon ganz nett wahrscheinlich. Ne? Aber ich kann es verstehen, sogar. Ich mag das auch nicht mit Dunländern und Wagen und so. Ja, okay, ist halt nicht mein. Also, ich mag es halt einfach nicht. Das ist halt das Problem. Und Waage und so. Gegen diese Ruhrdauer-Peak am Anfang finde ich halt auch kacke. Es ist halt, ja, einfach Speer anscheinend mehr bauen. Ja, du kannst ja bis zu deinen 4 Speeren bauen, dann kannst du so ein bisschen um die Map spielen. Ne, und dann, wenn du das Trollgeld ja dann bekommen würdest, so, ne, dann hast du ja trotzdem das Geld für die Kriegsmaschinerie. Aber dann gibst du halt nicht so ganz viel aus, weil du kannst ja auch währenddessen einfach keine Einheiten bauen, kein gar nichts, ne. Und dann läufst du nur mit 2 Speerbataillonen halt rum, ne. Das hat man einfach gesehen, dass das irgendwie einfach nicht ausgereicht hat. Ja, gut, ich denke mal, das hat er einfach Ferdi dann gut ausgenutzt. Ja, hat er, in dem Fall. Und auch die einzelnen Bataillone, die in deine Festung gelaufen sind und dir das eine oder andere Ressourcen gegeben haben. Ja, das war auch ein bisschen sehr ärgerlich, weil halt die Einheiten nicht da waren, um das zu kontern früh. Ja. Das war auch die sind halt nur hinterher gedumpelt und haben da einfach nur raufgekloppt an der Seite, das war halt auch nicht so smart. Ja, das macht Kairo irgendwie immer. Ich dachte, wenn der das macht, probiere ich das auch mal aus. Ja, das funktioniert. Ja. Was da schon läuft. Ich habe mich da schon sehr geärgert auf jeden Fall drüber, dass das so gut geklappt hat. Ja, im Game 2 hätten wir uns ja gerne ganz normale Reiter gewünscht, Kaun und ich, um ein bisschen Druck aufzumachen. Es waren wenig Piken am Feld von Seiten Ferdis. Aber du hast dich dann für Reiterbogenschützen entschieden. Ja, ich wollte einfach irgendwas haben gegen einfach. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass meine normalen Bogenschützen da nicht ausreichen. Und wenn ich halt. Ja, ich war da einfach unentschlossen. Ich hätte einfach wirklich normale Reiter bauen sollen, wahrscheinlich. Ja. Also, wie gesagt, er hat ja viele Reisende gehabt. Auch normale, viele Hüter. Ja, die haben mich ja erst später gesehen gehabt. Die waren erst einmal im Kampf. Er hast eigentlich schon vorher gesehen gehabt. Ja, da habe ich da nicht hingeguckt. Oder ja, okay. ich war einfach überall beschäftigt, irgendwo hinzulaufen, meinen Bauern. Ja, und dann habe ich nie da hingeguckt, was er hatte. Ah, ja, okay. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Wie gesagt, das war, also, als du die Stallung hochgezogen hattest, da war nur ein einziges Pikenbataillon unterwegs von ihm.
Ne, er hat ja auch seine Armee sehr gesplittet gehabt ab und zu hier und da, so bis zu drei, sag ich mal, Stellen hatte er so, wo er unterwegs war. Und da hätten stellenweise Reiter, vor allem die Reisenden, extrem gut abholen können. Ja. Da wäre so die Lücke gewesen, glaube ich, wo du hättest gut zustechen können, aber ob es gereicht hätte, das Spiel nochmal umzudrehen, schwierig, weil bis dato sah es schon bitter aus, ne? Also Paddy hat auch schon die ganze Map wieder übernommen gehabt. Ja, ich weiß nicht, also ja, macht das halt gut, ne? Ja, also, ja, das war... passt da halt sehr gut auf, auch dass er nirgendwo... Ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal einen Minenschacht bekommen, nur weil ich halt irgendwo anders gefightet habe währenddessen. Und sonst wurde ich halt direkt verprügelt. Also ich kam an und dann kam direkt Zwerge raus. Ja, ja, und das, wie gesagt, war von Ferdi sehr clean gespielt. Hat mich sehr abgeholt, das Gameplay von Ferdi. War sehr schön. Habt ihr beide sonst noch was zu sagen? Oder seid ihr quasi fertig? Oder noch was zu bemerken? Bin durch. Du bist durch. Ich auch. Ferdi, du darfst jetzt gegen Levin spielen. Levin? Okay. Das ist ein ganz netter Mensch, ne? Vergraul ihn nicht, ne? Also bei dem hat man richtig gemerkt, der hat wirklich Spaß gehabt am Spielen, fand ich super klasse. Sehr sympathisch. Deswegen verprügel den nicht zu hart, ne? Nimm ihm nicht die Spielfreude. ansonsten mit Juraj. Prinzipiell, wenn du weiterkommen solltest, auch ein starker Gegner, glaube ich, für dich. Na, der hat auch ziemlich ordentlich gespielt, so wie ich das mitbekommen habe. Also Levin und dann potenziell Juraj. Genau, das ist so dein Werdegang jetzt. Und dann mal gucken, und dann könntest du auf Snens treffen danach. Na, ich gehe einfach davon aus, dass Snens hier wahrscheinlich durchmarschieren wird, so ein bisschen. Wobei Snens hat auch schon gegen Ostkanat gespielt. Warum ist er eigentlich noch nicht eingetragen hier? Ist ja eine Frechheit. Ja. Ja, dann wünsche ich dir natürlich, Ferdi, noch viel Erfolg beim Turnier. Ne? Vielleicht schlägst du Stance und am Ende auch Kairo. Ne? Viel Glück dabei. Und Pax, Dankeschön fürs Mitkommentieren. Immer gerne. Und Zoga, dich sehen wir beim nächsten Turnier wieder, ne? Natürlich. Ja, wunderbar. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und bis die Tage. See ya. Tschüss.